so, dass ich ganz schlecht wäre. Ich habe sogar mal bei so einem Poetry Slam mitgemacht. Und von mir auf der Schule wurde da Zweiter und bin weitergekommen. Ja, war eigentlich ganz cool. Ich hatte da so einen Text geschrieben, so einen ziemlich cranken Text, wo ich da so ein bisschen, oh nee, den Mensch zur Sau mache, wo ich da so eine cranke Theorie aufstelle, dass der Mensch böse ist. Ja, Mist. Ja, komm, einen Versuch mach mal noch, aber dann ist Schluss. Ich will jetzt auch nicht, wenn der Wurm drin ist, dann kann ich einfach. Kann sein, dass ich das halt aber nicht mehr schaffe. Noch ein Versuch. Alle guten Dinge sind bei drei. Wo war ich stehen geblieben? Beim diesem, na schon, Gott schon an, das schon hier immer wieder neu zu machen. Beim Poetry Slam, genau. Ich hatte da, ja, also tosender Beifall. Das erste Mal, wo ich es vorgetragen habe, in der Schule war es rhetorisch noch nicht so gut, aber dann, wo ich es dann nochmal vorgetragen habe, Alter, im LTT. Oh Mist, habe ich gerade schon. Ich habe gerade LTT gesagt, ne? Also bekannt bin ich ja nicht. In so einem Theater halt. Das war sozusagen das Finale davon. Da wurde ich dann Dritter. Aber da war ich auch schon rhetorisch besser. Es macht schon Spaß, so Leute zu unterhalten. Ich wusste ja, dass das ein guter Text war. Deshalb war das eigentlich ganz geil. Ja. Jetzt bin ich gleich wieder am Sack, glaube ich. So sieht es zumindest aus. Ich hab's doch geahnt, dass der kommt. Ja. Gut, da ist gerade so voll. Ich hole mir lieber da die 50 Punkte Bonus. Und ja, ich. Alter, von mir gibt es ja sogar ein Video, wo ich diesen Text vortrage. Auf dieser Seite. Möchte ich das jetzt echt sagen? Ja, komm. Raus mit der Sprache heißt es. Ja, die Seite, wenn ihr eingibt. Raus mit der Sprache. Dann müsst ihr auf Top 10 gehen. Dann runterscrollen. Irgendwann steht da LTT Finale oder so. Poetry Slam Abschluss LTT Finale. Und ich bin, glaube ich, gleich tot. Alter, wie soll ich da hochkommen? Ja, jetzt vielleicht. Also LTT Finale. Und dann kommt es unter Felix. Da sind da so Namen aufgelistet. Und da bin ich, ja, unter Felix zu finden. Müll kann ja mal reinschauen. Naja. Genau, das könnte ich denen auch als Link schicken dann. Dieser Brainpool GmbH. Um praktisch zu beweisen, dass ich es durchaus drauf habe. Also was heißt drauf, aber die Leute da haben gelacht. Das Programm geht vielleicht 6-7 Minuten da. Kann ich 6-7 Minuten auftreten bei TV Total und dann kurz mich dahin hocken, sagen, ja, hier ist mein Buch. Darum geht's. Also, eine Pleite wäre das nicht eigentlich für TV Total, behaupte ich jetzt mal. Da gab es schon ganz andere Neulinge, die es gar nicht drauf hatten. Und auch gemerkt hat, okay, da lacht keiner, das war nicht so schön anzusehen. Ja, also, so viel dazu, zu TV Total. Ja, ich kann da gerade leider nichts machen. Typ sich da nicht verpisst, kann ich da echt nichts machen. Ich mach jetzt hier mal, ich schüttel mal hier was. Weiß jemand, was es ist? Richtig, es sind Grawberry Kräuterbonbons ohne Zucker. Ach, jetzt ist er runter.
bringt mir auch nichts. Oder? Wenn ich in dem Moment runterspringe, ich weiß ja, ob das reicht zeitlich oder ob ich mich dann nur selbst suizidiere. Alter, okay, ich probiere es einfach, wenn sich auch mal so eine Möglichkeit ergibt, weil sonst, ja, pff, sonst stehe ich da schon, das will ich nicht. Ich will das nicht so ziehen. Ach komm jetzt, komm schon. Ja, irgendwie, pff. Ja, Alter, das ist auch eine Schwäche am Spiel, man muss viel zu lange warten. Das Spiel wird übrigens unter Action gefunden. Geht auf Bambusrate, Online-Spiel und dann auf Action. So sehr nach Action sieht das ja nicht aus hier. Vielleicht kann ich den locken. Ich glaube das ja. Nee, sieht nicht so aus. Komm, komm. Komm, komm, komm. Komm. Okay, ich habe ihn gelockt, tatsächlich. Endlich. So. Jetzt kam dieses Level, wo man so von oben runter springen muss. Doch nicht. Ja, das erste, das zweite Level, das gibt's doch nicht. Hat doch echt lang gedauert, die Scheiße. Achso. Fragt ihr euch noch, warum ich... Alter, Glück gehabt. Warum ich keine Let's Plays so richtig, also zu PC-Spielen mache. Also PC-Spielen, wo man den CD-ROM braucht, ganz einfach. Ich habe Fraps einfach nicht und kann die darum nicht aufnehmen. Ich weiß gar nicht, ob man sie das jetzt auch schaffen würde, von der Leistung her, das gescheit aufzunehmen. Dass die Qualität einigermaßen noch stimmt. Deshalb habe ich einfach mal angefangen hiermit. Also, wenn ich das jetzt hier bewerten müsste, das Spiel, würde ich vielleicht geben. Oh nee! Würde ich vielleicht, ja, so von 10 Punkten. 5 ist eine 4, also ausreichend. Ja, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Vielleicht eine 7, ich finde die Musik nicht im Hintergrund. Design und Leistung haben wir uns einfach zu lange warten. Dass man nicht springen kann, ist mir auch ein bisschen suspekt. Naja. Jetzt kommt da noch ein... Oh, Junge, Junge. Jetzt zwingt er mich da runter. Oh, doch nicht. Und wie ihr merkt, die Maus geht immer wieder in die Mitte. Schaut mal, jetzt sieht man die Maus nicht. Aber gleich wird sie in der Mitte erscheinen. Ich wette. Oh, ich glaube, ich weiß jetzt, warum die Maus immer in der Mitte erschien. Und zwar, weil ich auf Start gehen muss. Und die dann da ist, ja Mann. Ich doof. So, jetzt hat er sich verpisst. Dann können wir auch mal gleich runter. Ich mach das jetzt nur mal sicher. Ja, und warte nochmal ab. Genau, das Hauptkriterium ist einfach. Muss viel zu lange warten. Ach komm. Alter, das war wieder knapp. Aber ansonsten nettes Spielchen. Kann man machen. Und ehrlich gesagt, ich will mich nicht geschlagen nehmen. Ich will es schon irgendwann mal schaffen, das verurte Spiel. Und jetzt fängt die Warterei wieder wieder an. Jetzt geht die Warterei wieder von vorn los. Solange die beiden da oben sind, kann ich nichts machen.
wieder perfektes Timing von mir. Aber was soll ich groß machen? Ja, jetzt. Komm, Junge. Alter. Komm. Komm. Scheiße. Jetzt kommt der wieder. Kann ich den locken? Ja, die Warterei ist scheiße. Ich weiß. Genau. Und zwar im Moment sieht fast keine Sau, was ich hier mache. Also mein Channel, meine Let's Plays und so. Im Moment ja fast keine Sau. Also zwei Säue sind schon was, oder zwei Sauen, oder zwei Lebewesen sind mir hin, zwei Lebewesen, die mich abonniert haben. Für die will ich das ja. Es ist ja jemand. Und damit es denen nicht langweilig wird, dann schreibe ich den mal vor. Soll mal in die Kommentare schreiben. Ja, was? Gute Frage. Ja, was ich verbessern könnte. Und vielleicht so Themen, worüber die wollen, dass ich spreche. Oder eine Frage und ich beantworte die. So ein bisschen so als Guru. Ne? Immerhin haben wir es jetzt ins vierte Level geschafft und ich lasse die Maus wieder stehen. Genau, mehr sprechen. Entschuldigung. Ich bin da bei euch. Ich bin nicht ein. Über was kann man denn noch sprechen? Sprechen könnte ich noch über. Zack, zack, zack. Über was könnte ich denn sprechen? Oh, hab schon geschafft. Jetzt kann ich mich erstmal freuen. Über was kann ich sprechen? Ja, das Problem ist, ich habe schon auch Sachen, über die ich sprechen könnte, nur ist es so, ist ein bisschen riskant. Ich weiß, ich bin noch in der Schule, bin 16 Jahre alt und ich weiß nicht, ob es Lehrer gibt, die zuhören. Ist das Klassische über Lehrer lässt dann jetzt nicht so praktisch und ich glaube, ich bin gleich am Sack. Ich bin gleich tot. Leck mich am Arsch. Ja, das war's. Trotzdem danke, dass ihr zugeschaut habt und ja, irgendwann gibt's von diesem Kackspiel nochmal Scheiße. Let's Play, wo ich das dann hoffentlich durchgezockt hab. Also, ja. Das nächste Mal, wo ich es rausbringe, will ich wenigstens zwei Level weiterkommen. Dann nehme ich einfach ab einem neuen Level. Nicht, dass ich will euch das nicht wieder antun, die gleiche Scheiße. Nee, also danke, dass ihr zugeschaut habt. Genau, schreibt mal in die Kommentare so Vorschläge, vielleicht irgendeine Frage, die ich dann beantworten kann. Ja, also bis dann. Tschüss und bleibt mobil.